Jetzt keine politische Rede hören. Ich habe mir meinen Samstag auch anders vorgestellt, aber kurzfristig hat mich diese Einladung erreicht und ich bin gerne hier. Und warum bin ich hier? Weil sich diese Partei offenbar als einzige den Luxus erlaubt, sich an der wissenschaftlichen Wahrheit zu orientieren. Und über diese wissenschaftliche Wahrheit werde ich nun einige Fakten von Ihnen ausbreiten. Aber natürlich liegt es auch nahe als Klimaforscher, dass man Bezug herstellt zu den zwei Dingen, die verkürzt ausgedrückt natürlich bei den Sondierungen eine große Rolle gespielt haben. Das ist einerseits der Kohleausstieg natürlich und dann verkürzt ausgedrückt Flüchtlinge. Und auf beide Aspekte werde ich eingehen, natürlich aus der Sicht der Wissenschaft. Lassen Sie mich mal versuchen, ob ich das in Gang bringe. Also Sie lesen erstmal den Titel und das ist jetzt keine platte Ironie, der Fluch der Karibik in diesem Fall. Ich bin auch nicht Johnny Depp, sondern nur John Schellenhuber. Aber Sie werden gleich sehen, es gibt noch einen sehr viel subtileren Zusammenhang zur Karibik und diesem Parteitag hier. Zunächst einmal lassen Sie uns einfach resümieren, dass dieses Jahr bisher am deutlichsten von allen die Zeichen an der Wand gezeigt hat, dass der Klimawandel im vollen Gange ist. Und das ist sogar in den Vereinigten Staaten inzwischen wahrgenommen worden. Es gibt eine neue Untersuchung von George Mason University, dass inzwischen eine Rekordanzahl von US-Bürgern glaubt, dass der Klimawandel Naturkatastrophen, Extremereignisse verstärkt. Und eines dieser Extremereignisse hat sich auf Puerto Rico abgespielt, wo innerhalb von 8 Stunden das Wirtschaftswachstum von 15 Jahren zerstört worden ist. Man muss sich das vorstellen. Also wir haben hier ein Bild dieses Monster Hurricanes, der mit Kategorie 5 Stärke Puerto Rico erreicht hat. Dann gibt es hier in der New York Times, Sie können es gerne nachlesen, eine ökonomische Abschätzung der Schäden. Aber jetzt kommt die eigentlich interessante Story. Die Puerto Ricaner sind traditionell Wähler der Demokraten. Und nach diesem Hurricane, wo die Infrastruktur ja weitgehend zerstört wurde, wird die Migration aufs Festland zunehmen. Man erwartet möglicherweise 1 Million zusätzlicher Migranten. Und wohin werden diese Leute gehen? Vor allem nach Florida. Und Florida ist ein Swing State. Wenn also 1 Million zusätzliche Demokratenwähler kommen oder auch nur 700.000, kann es sein, dass Florida dann an die Demokraten fallen wird. Und das ist der ultimative Rückschlag sozusagen für die Trumpsche Politik dann. Also Sie sehen, mit dem Klimawandel ist nicht zu spaßen, auch wenn man ihn leugnet. Warum bin ich besorgt über diese Thematik und warum bin ich vor allem besorgt über das mangelnde Tempo? Ich habe vor 15 Jahren etwa in die Debatte zum Klimawandel diese Grafik eingeführt. Das sind die sogenannten Kippelemente im Erdsystem. Wenn Sie sich also fragen, warum in Paris diese 2-Grad-Grenze beschlossen wurde, dann hat es mit dieser Karte insbesondere zu tun, dass nämlich gewissermaßen lebenswichtige Organe des Planeten in einen anderen Zustand gekippt würden, wenn wir die Temperaturskala hochfahren, ja, dass sie sogar zerstört werden könnten. Und Sie können sich hier Ihr Lieblingselement aussuchen, Amazonas-Regenwald, Great Barrier Reef, grönländisches Eisschild, wie auch immer. Und ich zeige Ihnen aber jetzt, wie knapp das Rennen zur Vermeidung dieser Großunfälle geworden ist in der nächsten Grafik. Und diese Grafik sollten Sie in irgendeiner Weise mit nach Hause nehmen. Sie erzählt nämlich die ganze Geschichte über die prekäre Lage, in der wir uns befinden. Die sieht so aus, und es sieht erstmal sehr kompliziert aus, aber Sie wissen ja, bei jedem Vortrag gibt es so eine Stelle, wo man dann auch aufmerksam sein muss. Und das ist jetzt.
Und was Sie hier sehen, sind auf der vertikalen Achse aufgetragen, ist die globale Mitteltemperatur, vielmehr die Abweichung vom vorindustriellen Niveau. Und was Sie hier aufgetragen sehen, sind die Fehlerbalken, weil wir noch nicht ganz sicher sind bei vielen Dingen, wo dieser Kipprozess einsetzen wird. Bei 1,6 Grad erwarten wir schon, dass das Risiko, dass Grönland abschmilzt, massiv sein wird. Und das bedeutet dann 7 Meter Meeresspiegelanstieg global. Aber was Sie vor allem sehen, ist hier 1,5 bis 2 Grad ist der Pariser Korridor. Das ist jetzt außerordentlich wichtig. Und Sie sehen erstens, dieser Balken, wo wir die Erderwärmung stoppen wollen, liegt quer zu einigen möglichen Großunfällen bereits. Das heißt, vor 30 Jahren hätten wir noch in der sicheren Zone bleiben können. Inzwischen gehen wir schon ein hochgradiges Risiko ein. Das heißt, wenn wir die Großunfälle wirklich noch vermeiden wollen, müssen wir einfach verdammt viel Glück haben. Aber die zweite Botschaft ist, dass oberhalb dieses Pariser Korridors noch viel größere Unfälle lauern. Und das hat eben mit letztendlich nichtlinearer Dynamik zu tun. Eine Dynamik, die Sie nicht unbedingt bei jedem Volksfest erklären können. Aber ich hoffe, dass ich sie hier erklären kann. So, kommen wir jetzt zu den zwei entscheidenden Antworten. Vermeidung gefährlichen Klimawandels und Anpassung. Ich habe zusammen mit Kollegen vor kurzem in der wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschrift neben Nature Science diese sozusagen einen Fahrplan für schnelle Dekarbonisierung vorgelegt. Und das ist natürlich nichts weniger als eine große Transformation. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Kurve, die dazu gehört. Also, was hier aufgetragen ist, links sind die globalen Emissionen, CO2 etc. aus dem fossilen nuklearen Komplex plus aus der industriellen Landwirtschaft. Und Sie sehen, diese Kurve steigt von weniger als 10 Milliarden Tonnen 1950 auf über 40 Milliarden Tonnen heute. Und die Fortsetzung der Kurve ab 2017, das ist das Profil, das wir brauchen, um wenigstens unter 2 Grad zu bleiben. Das ist eine komplette Transformation und die entscheidende Dekade wird sein 2020 bis 2030. Dort muss der komplette Ausstieg weltweit aus der Kohleverstromung passieren. Dort muss der Verbrennungsmotor verschwinden. Dort muss Zement zum Beispiel ersetzt werden als Baumaterial, am besten durch Holz und andere Dinge. Das ist die komplette Neuerfindung der Moderne. Warum erzähle ich das? Vieles ist Ihnen klar, aber wichtig ist jetzt Folgendes. Ich meine, Sie werden sich Gedanken machen, wie die politische Zukunft aussehen wird. Was ich selbst erlebt habe, ich habe zum Beispiel auf Bitte von Papst Franziskus seine Enzyklika vorgestellt in Rom, Laudato Si. Frau Göring-Eckardt hat dazu einen Aufsatz geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Überall, wo ich hinkomme, wo über diese Transformation diskutiert wird, wird eigentlich eines klar. Natürlich kann man sagen, das muss weg, Kohleverstromung. Verbrennungsmotor. Aber was die Menschen wirklich hören wollen, ist ein positives Narrativ. Ein positives Narrativ der ökologischen Moderne. Auf das müssen wir uns konzentrieren. Ne? Und ich würde Ihnen empfehlen, nicht als Parteimitglied, ich gehöre keiner Partei an, sondern als Salz der Gesellschaft, dass Sie sich die Jahre, die wahrscheinlich jetzt in der Opposition vor Ihnen liegen, dass Sie diese Jahre gut nutzen, um dieses Narrativ auszugestalten. Und ich habe gerade bei Herrn Kretschmann gehört, dass er sagt, warum sollten nicht auch liberale Politiker sich für diese Moderne, für dieses Narrativ der Moderne interessieren. Ich habe vor 2 Tagen mit einem FDP-Bundestagsabgeordneten geredet über diese Thematik. Und ihn hat eine Grafik besonders interessiert, die hoffentlich jetzt funktionieren wird. Sehen Sie, das ist die Welt, wie Sie die neoklassischen Volkswirte sehen. Das Ganze, was Sie hier sehen, diese Kurve, ist quasi eine Nutzenfunktion oder auch eine Schadensfunktion. Und die Vorstellung ist,
Der gegenwärtige Zustand ist so eine Kugel, die liegt in einer Mulde. Und wenn wir uns ein bisschen wegbewegen von diesem optimalen Platz, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir wieder zurückrollen in diese Mulde. Finanzkrise war eine kleine Störung, da ging es ein bisschen aufwärts sozusagen, die Schäden wurden größer, man rollt wieder zurück. So ist die Welt in Wirklichkeit eben nicht. Und sie ist ein bisschen komplizierter zumindest. Das will ich Ihnen jetzt zeigen. Zunächst einmal liegen die Schäden natürlich viel höher, wenn Sie zum Beispiel Klimafolgen internalisieren. Die sind immer außen vor bei jeder volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Aber noch viel interessanter ist das Folgende. Wenn wir unsere Fühler ausstrecken und in dieser Landschaft mal suchen nach einem anderen Optimum, dann stellt sich heraus, es gibt einen viel besseren Zustand der Moderne, der nicht mehr auf fossilnuklearen Geschäften aufgebaut ist, der natürlich mit Photovoltaik zusammenhängt, einer nicht-industriellen Landwirtschaft, einer besseren Weise, Materialien für die Bauwirtschaft zu produzieren und, und. Das Problem ist nur, diese bessere Alternative liegt jenseits eines Hügels. Und die Politik, die gängige Politik, will ja heute niemandem wehtun, was aber bedeutet, dass uns später allen wehtun wird. Also müssen wir über diesen Hügel drüber. Und es gibt zwei Arten von Kräften, die dem Ganzen im Wege stehen oder die uns erlauben, über diesen Hügel drüber zu gehen. Das würde ich mal illustrieren. Zum Beispiel, wenn Sie fossile Subventionen haben, dann vertieft man dieses Scheinoptimum sozusagen und es scheint noch attraktiver zu werden, also Diesel und dergleichen. Wenn Sie aber in Forschung und Entwicklung investieren, dann scheint der Hügel plötzlich kleiner zu werden, über den man drüber muss. Es gibt viele Möglichkeiten, nicht? Und dann passiert irgendwann das hier. Wir rollen drüber. Und das ist genau die Aufgabe, die alle Verantwortlichen, verantwortungsbewussten und modernen Kräfte in dieser Gesellschaft haben. Wir müssen erstens klar machen, dass es einen besseren Zustand gibt und dann gibt es garantiert. Das lässt sich ausbuchstabieren. Und da muss man ein Narrativ erzählen, wie man über diesen Hügel drüber kommt. Das einzige Problem dabei ist, das ist hier die Weltkugel. Deutschland ist eine eigene Kugel hier. Brandenburg ist eine kleinere Kugel. China ist eine andere Kugel und so weiter. Das heißt, was wir hier spielen, ist Poolbillard. Und dieses Poolbillard muss uns in diesen neuen Zustand führen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dieses Narrativ aufzusetzen, auszugestalten. Die Wissenschaft bietet Ihnen dafür die Zusammenarbeit an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für die nächsten Jahre. Und bei diesem Narrativ, wie Sie hier sehen, spielen Katastrophen eine Rolle. Sehr wohl werden Menschen klug, wenn der Schaden kommt. Der technische Fortschritt natürlich, den ja die Einspeisevergütung weltweit vorangetrieben hat. Aber es ist auch der ganz normale menschliche Anstand, der eine Rolle spielt. Was ich unterstütze und was eine große Bewegung geworden ist, ist das sogenannte Divestment, dass man nämlich Investoren dazu anregt, ihr Kapital abzuziehen von fossilen Geschäften. Ich war bei der Bischofskonferenz der katholischen Bischöfe vor kurzem, habe denen versucht, das nahezubringen bei großen institutionellen Versicherern und dergleichen. Das ist also ein wichtiger Aspekt. So, und jetzt will ich noch kurz zum Flüchtlingsthema was sagen. Und vielleicht auch für Sie als Hinweis oder Anregung oder Ermutigung, wenn die Debatte im Niveau absinkt, hat man zwei Möglichkeiten. Man sinkt mit oder man steigt höher. If we go low, we go higher. Und ich kann
aus politisch-pragmatischen Gründen verstehen, ich war nicht dabei bei den Sondierungsgesprächen, dass man über Familiennachzug und so weiter ringt, dass man auch Kompromisse eingeht. Aber mit dem Klimawandel wird ja Folgendes passieren. Und das wird passieren, selbst wenn wir die 2-Grad-Linie erhalten. Es werden Hunderte von Millionen Menschen im Raum verschoben werden müssen. Wegen Meeresspiegelanstieg, wegen Gletscherschwund, wegen Ausbreitung von Dürregebieten und, und. Man kann das ausbuchstabieren. Ozeanversauerung. Das bedeutet, was tun wir? Wir müssen uns die Frage stellen, mit den Menschen zum Beispiel, deren Heimat verschwinden wird. Malediven, Marshall Islands, Tuvalu, Kiribati, Teil von Fidschi und wie auch immer. Wir hatten ja gerade die Klimakonferenz in Bonn, nicht? Und da könnte man sich erinnern, und das ist jetzt eine wirkliche Herausforderung für Sie und für politische Realisten wahrscheinlich die Höchststrafe, aber ich will die Idee jetzt mal trotzdem ins Spiel bringen. Die hat zu tun, und ich gehe gleich nochmal zurück mit diesem Herrn hier, der vielleicht manchen von Ihnen im Begriff ist, Herrn Hofreiter müsste ein Begriff sein, des Friedhof Nansen, der Gottvater der Polarforschung, Friedensnobelpreisträger, der nach dem Ersten Weltkrieg ein Format ins Spiel gebracht hat als Hochkommissar für Flüchtlinge, nämlich den sogenannten Nansen-Pass. Nämlich der gilt für alle, die ihre Heimat verloren haben, entweder weil, wie Lenin das getan hat, bei Igor Strawinsky, bei Marc Chagall und anderen, weil sie heimatlos geworden sind durch politischen Beschluss, oder weil sie möglicherweise, wie die Leute auf der Marshall Island, sehen werden, dass ihre Heimat vom Meer verschluckt wird. Die Frage ist also, sollte man nicht sowas einführen wie einen Klimapass? Ein Klimapass, der allen Menschen, deren Heimat verschwindet, Zutritt zu all den Ländern gibt, die dafür verantwortlich sind. Und es sind fast alle. Ja, das wäre mal eine Ansage, nicht, für die Flüchtlingsdebatte. Und ich bin jetzt zwar theoretischer Physiker, aber trotzdem nicht völlig lebensunfähig. Insofern weiß ich, dass so eine Vorstellung natürlich nicht in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann. Aber Sie legen damit die Messlatte höher. Und das will ich eben als Botschaft für Sie noch zurücklassen. Die Messlatte bei der Dekarbonisierung kann nur die schnelle, große Transformation sein. Die Moderne, wie wir sie kennen, wird verschwinden. Sie verschwindet aber zu langsam, um diesen Planeten zu retten. Also muss die Messlatte höher gelegt werden. Und was die Anpassung an den Klimawandel angeht, muss die Messlatte dort liegen, wo globale menschliche Solidarität liegt. Der Klimapass wäre ein Instrument dafür. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.